In welchem sozialen Netzwerk wurde mein Video geteilt? Das wollte Claudia von mir wissen und da habe ich gedacht, ich mache mal ganz spontan jetzt hier im Urlaub ein Video dazu, weil das ist nämlich ein bisschen auch zweigeteilt, das Ganze. Aus meiner Sicht gibt es dafür zwei Statistiken, um sowas rauszubekommen und ich möchte euch einfach ganz kurz zeigen, welche Statistiken es dafür gibt. Und zwar haben wir uns mal ein Video rausgesucht und der Schienenbus Alma, der ist so, dass der, den haben wir neulich gesehen, versehentlich durch Zufall, und dann haben wir den gefilmt und dann lief der richtig gut. Und da möchte ich euch in diesem Beispiel einfach mal zeigen, wo man das sehen kann, wie das Video geteilt wurde und mit welchen sozialen Netzwerk es geteilt wurde. Wir gehen zuerst auf die Statistik drauf, dann haben wir die Startseite, die wir alle kennen, die Aufrufe, die Wiedergabezeit und auch der Umsatz, kann man ruhig mal sagen, in dem Fall 33 Euro Umsatz bei 14.000 Videoaufrufen. Das ist weder gut noch schlecht, aber so ein kurzes Video. So, wenn wir jetzt wissen wollen, woher kommen die Leute, dann ist der erste Gedanke natürlich nach unten. Und zwar können wir jetzt hier zur Reichweite gehen und sehen dann hier das Ganze, dass es halt Funktion zur Auswahl von Inhalten kommt. Dann kommen wieder Videovorschläge, dann kommen natürlich die Benachrichtigungen, dann kommt extern mit 1,8%. Das ist jetzt nicht viel, aber das ist halt der Schienenbus, wie es jetzt so war. Und dann geht es weiter mit Direkt und anderen Sachen. Klicken wir jetzt drauf, dann passiert Folgendes. Dann kommen wir in den erweiterten Modus und dann sehen wir das Ganze nochmal genauer. Also Funktion zur Auswahl von Inhalten, 159.000 Impressionen mit einer Klickrate von 6,4 und 12.000 Videoaufrufe. Und bei externen haben wir dann 256 Aufrufe. Und so weiter. Ihr könnt das ja alles hier selber sehen. Ne? Also das heißt, wir wissen jetzt hier, was wir denn gerade haben. Und wenn wir nochmal zurückgehen, gucken wir mal, ob das funktioniert. Oder wir schließen es hier oben. Schließen wir es lieber hier oben. So. Dann können wir auch nach unten gehen und dann sehen wir hier, was extern ist. Extern ist Facebook mit 52% der Abrufe, auch wenn die Zahl recht klein ist. WhatsApp mit 19,6 und Google Search. Da kommen die Leute halt her, weil die Google-Suche unser Video trotzdem berücksichtigt hat. Aber wissen wir jetzt, auf welchem Video das geteilt wurde? Und da möchte ich euch sagen, nein, das wissen wir an sich noch nicht, also auf welchem Portal es geteilt wurde. Und das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Da gehen wir hier oben auf den erweiterten Modus, den sehen wir jetzt hier, da gehen wir drauf. Und dann kann man hier unter Mehr angeben, Dienst, mit dem geteilt wurde. Und jetzt sieht man das auch, dass wir halt hier 110 Mal wurde das Ganze geteilt, davon 49 Mal von WhatsApp, sonstiges, Zwischenablage kopiert, also das heißt, jemand hat unseren Link kopiert und irgendwo hingeschickt, Gmail, Facebook, und ihr seht hier, Facebook ist jetzt nur mit 4 Mal geteilt, auch wenn es 50% der externen Inhalte gebracht hat. Das liegt daran, es wurde halt geteilt und es wurde wahrscheinlich augenscheinlich so geteilt, dass es ein sehr großes Netzwerk ist und eine sehr große Gruppe ist, dass viele daraufhin draufgekommen sind. Das heißt, mit wenigen Teilen hatte man dort viel erreicht und bei WhatsApp ist es genau umgekehrt, das war ja nicht so hoch. Aber ganz klar, warum nicht? Weil natürlich WhatsApp man eine 1:1 Kommunikation hat. Das heißt, ich schicke es zu jemandem und dann guckt er sich das Video an. Und das heißt, da ist es natürlich so, dass wenn ich das 49 Mal geteilt habe, vielleicht auch nur 49 Leute das Ding angucken, außer man hat eine WhatsApp-Gruppe. Aber das ist ja noch nicht unbedingt jedes Mal der Fall. So, und das ist so die beiden, das sind die beiden Statistiken, die man sich dann angucken kann. Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, das zu kombinieren. Man kann ja hier seine Spalten ergänzen. Ihr könnt sich mal gucken hier oben. Aber ich habe das nicht geschafft, das zu kombinieren. Das heißt, also ich würde jetzt an Claudias Stelle einmal hier nachgucken und schauen, wo haben die Leute denn das geteilt? Und die zweite Sache ist, woher sind sie effektiv gekommen? Wie viel Reichweite habe ich denn von dort bekommen, von den einzelnen Netzwerken? Diese Möglichkeit kann ich euch jetzt noch bieten. Es kann ja sein, dass ich was übersehen habe. Dann schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, weil ich weiß ja auch nicht immer alles. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank an Claudia für diese Frage. Wenn ihr auch Fragen habt, ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben. Ihr seht, ich kann es nicht immer 100% beantworten, aber ich versuche es zumindest. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend.